Guck nochmal auf den Bildschirm. Passt das? Weil ich bin schon wieder drauf gestoßen. Guckt eigentlich vor. Wundervoll. Weil ungefähr ab hier so, das sollte drauf sein. Ja, ich habe schon ein bisschen mehr drauf, aber es passt eigentlich nach vorne zu. Gut, dann lassen wir es mal so. Nein, ja, das Visier nicht noch einen Tick nach oben. Hä? So, ah, besser. So rum. Achso. Das Ding hoch. Ganz nuff. Warum? Damit der Luftwiderstand huscht. Jetzt sieht es wenigstens gut aus. Ja, eigentlich. Das naja. Sieht das noch ganz so gut naja. Aus. So wie man es halt braucht und halt gerne hat. Sieht aus wie die Larrys in Winterberg, wenn sie ihre Visiere ganz genau haben. Und so gucken müssen, dass sie fahren. Ja, gut, das ist ja was anderes. Das ist Winterberg. Ja, mal reinrollen, oder? Boah, ich setze jetzt bestimmt auf. Ja. ja. Servus. Boah. Okay, das kenne ich wirklich nicht. Interesting, interesting. Aber das kenne ich schon wieder. Ja, das kenne ich auch, aber da kam da noch irgendeine Abzweigung nach irgendwo. Obwohl, nee, ich glaube, das war glaube ich spitzer der Winkel, wo wir da gefahren sind. Als ja, der Regen kommt. Ja, der Regen kommt. Ah. Scheiße. Ah, das war das schöne Loch. Okay, die Kurve haben wir verrafft. Weil eigentlich Linkskurve. Eigentlich Linkskurve und da vorne neu, eigentlich. Weil das ist die Strecke, wie ich es kenne. Muss ja optimal nutzen. Zum Beispiel bei mir ist optimal, Press unterm Kashima Ring. Unter dem Strichzug. Da habe ich noch 1 Inch Reserve. Hm. Hauptsache, sie schlägt nicht durch. Oh! Sorry! Irgendwie. Nee, ich glaube, wir waren hier rechts, also links. Oder? Ah. Ja. Oh. Fuck, ich stehe nur halb auf dem Pedal. Ich stand nur halb auf dem Pedal eben. Ja, seit 5 Jahren das erste Mal wieder. Hopp! Hat jemand die Kurve nicht gekriegt, hä? Aber der hat scheinbar meine Probleme. Ich würde oben bleiben.
Ja, ja, ich habe auch gerade gedacht, wenn ich jetzt hier reinroll, dann haue ich mich auf die Seite. Ich kenne mich. Boah, wenn die Pedal so weit oben ist. Blind zu fahren. Ja, so halbwegs blind. So ein bisschen was weiß man noch. Alter! War das doch so steil? Und da habe ich hier noch angefangen, das ganze S-Kurvenstück umseitig zu fahren. Siehst du, was ich sehe? Na jo. Ich habe in der Neige gemacht. Ja. Aber ein ordentlicher Gap. Also wie hier unten sieht er recht imposant aus. Also von hier sieht es aus, als müsste ich bis zum Baum rüber kommen. Und hier geht es einfach straight runter. Hm, Hochzugswert ist bestimmt krass. Verdammt, was mache ich da? Man kann sich auch dämlich anstellen. Bleib doch da, du Dreckerding, du. Ja, das habe ich gerade auch gesagt, also Hochzug wird jetzt interessant. Ja, ist doch egal. Okay. Gabel ein bisschen zu twirlen, wenn nicht verkehrt. Ups. Nein. Yeah. Geil. Das sieht von hier gar nicht mal so steil aus. Ja, wir könnten hier denn her. Auf den Wegen bleiben. Das ist verboten. Das ist verboten. Jetzt muss ich wieder Video auf YouTube zensieren. Und wenn ich das anfange zu verpixeln, dann sagt mein Rechner, nee, das ist, die Pixel sind so groß. Ich habe zu viel Leistung für so große Pixel. Geht nicht. Aber ihr sollt mal langsam fahren, ich erblinde. Ich kriege so langsam den Star auf meiner Brille. Holt mich heraus, denn ich bin ein Star auf meiner Brille. Ja, egal. Ja, ich roll ja schon. Das Problem ist, ich sehe gerade nichts. Ich sehe, jetzt langsam fange ich wieder an was zu sehen. Juhu! Ja, doch, das ist immer noch so wie früher. Ja genau, wenn wir hier jetzt rechts werden, kommen wir ohne an der Kurve raus.
Und wenn wir jetzt hier ohne rechts werden an dem Ende Anlieger, werden wir an der Kurve rauskommen. Oh. Ups. Okay. Ja, du Depp, warum fahrst du hier hinterher? Ah! Nein! Kamera! Ich glaube, die hat sich jetzt verstellt. Ich weiß es nicht. Ne? Ich lass einfach mal weiter filmen. Ah ja, das ist der Road Gap. Okay. Und das war der Road Gap, wo ich vorhin gemeint habe. Also der Double Canyon. Gut, hier kannst du halt irgendwas. Lines nach außen. Genau. Der an sich ist sogar harmloser wie manch zwischendrin. Ja, weil die Grenzen rollen. Weil die Landung da unten versetzt ist. Von oben durchrollen einfach drüber, das ist halt nur so Kopf gesagt. Gefickarbeitet. Die Landung ist frisch gemacht, jetzt zu weit. Roll, roll, Blechbüchse am Meer. Hi. Was machen Sie hier? Unerlaubte Wege befahren. Nein, vorbildlich auf der 2 Meter breiten Forstweg. Die ist aber nicht 2 Meter breit. Ja, die ist breiter. Genau, die ist breiter. Da dürfen wir nicht fahren. Die muss 2 Meter breit sein. Scheiße, ich hab die Vollstoff. Das war eben auch mein Gedanke. Irgendwo seitlich nur noch. War so eigentlich mein Gedanke, aber weiterfahren ist okay. Weiterfahren ist okay. Kann man machen. Aber du hast nicht geblinkt beim Linksabbiegen. Mir egal. Ich blink schon so mehr. Deswegen hat die Kolonnenfahrt nicht funktioniert, ja, ja. Ah, der ist schon wieder hinten drauf. Hey, wo der M lang führt, ne? Vielleicht bin ich ja gar nicht der Benno. Vielleicht bin ich mal ein neuer. Oh nein. Oh nein, ein Fußballidiot. Nein, vielleicht bin ich kein Mountainbiker. Vielleicht bin ich ein Undercover, Lodi. Vielleicht bist du ja auch eine Coca-Cola Zero. Mit wenig Zucker. Und noch schlechteren Geschmack als das Original. Dann lieber die Red Bull Simply Cola. 100% natural. Aha. Was sind Phosphorsäure drin? Hier steht jetzt Werbung oder so ähnlich. Glaube ich. Oder auch nicht. Du bekommst dafür kein Geld. Nee. Jedenfalls sieht man es nicht auf meinem Bankkonto. Aber ich gebe Geld für sowas aus, komischerweise. Ich glaube, ich mache was verkehrt. Gut, dann können wir hier auf die Straße und Straße runter. Okay. Oder wir fahren hier den Quell und dann unten auf die Straße. Oder wir fahren noch weiter hoch und dann noch nicht. Und wir machen sitzen das Downhill. Oh, oh, oh. Nicht mit der Kamera hängen bleiben. Ja,
Ich habe halt 40% Akku noch. Turbo. Zweitgrößtes Ritzel. Sattel hoch. Alter, so weich! Also zwischendrin war es schön weich. Ich glaube, da könnte Runde zu geil sein. Nee, einmal neben der Strecke stoppen. Ja, es kommt hin und wieder halt mal auch bei dir vor, ne? Stande. Ne? Ja, also du standest neben der Strecke. Ich meine, aber vorher bist du ja irgendwie neben die Strecke gekommen, während du noch gefahren, gerollt bist. Ja, aber nicht geflogen. Nur ja. Gefahren. Aber halt trotzdem wurde der Strecke abgekommen. Ist egal. Aber nicht geflogen. Fahrschule durchgefallen. Dunkel aber fertig. Ich habe eben mein Handy klingeln gehört. Das hat sich angehört wie mein Wecker. Ich habe wieder geräuschhaarlos. Da, 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 da. Ja, ja. Yay, yay! Yay, yay! Ah, ein Sprung, das hat er gemeint. Ups, ein bisschen zu weit. Jetzt saugen wir uns in den Windschatten. Okay, ist mir zu nah. Lieber ein bisschen Abstand. Gut, dann machen wir es kurz und bündig. Man sieht sich, war mir eine Freude, ischt sich und so weiter. Gut, dann rollen wir. Gut. Dann, du weißt, wo dein Auto steht, wo dein Auto parkt. Und dann los. Ich klingel dann nur und renn ganz schnell weg. Wer ist nicht der Erste? Jo, komm gut heim.